Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es müsste der letzte Biertest, nee, stimmt gar nicht, der vorletzte Biertest in diesem Jahr sein, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Das heißt, wir erfüllen sogar nochmal einen Zuschauerwunsch. Und zwar zwei Zuschauerwünsche, weil zwei Leute haben sich hier das Paderborner Pilsner gewünscht. Ja, ich habe es jetzt aufgetrieben, jetzt ist es an der Zeit, das mal zu testen aus dem Döschen hier. Ich selber habe es noch nicht getrunken, dementsprechend haben wir es hier auch noch nicht auf dem Kanal vorgestellt. Ich habe richtig Bierdurst und ja, was soll man sagen hier? Unser Paderborner, frisch und spritzig, ja, herzhaft westfälisch, Pilsener. Ja, steht da eine ganze Menge drauf. Ja, Brautradition seit 1852. Und was ist das denn da? Oh ne, jetzt wird es mir gleich unsympathisch, Leute. Was? Was? Hat ja noch nie gesehen, dass es auf dem Bier drauf ist. Gebraut mit Windenergie aus Windkraftanlagen. Guess what, Jess? Oh, Dio, Mama Mia. Was ist das für eine Blödsinn hier? Das sind Vogel- und Insektenhäcksler und das kommt dann auch noch auf eine Bierdose? Leute, was ist da los? Oh Gott, ey, sag bloß Greta Thunberg, die trinkt das Bier. Oh weia, ich was Falsches gesagt. Scheiße, Leute. What? Oh weia. Naja, gut. Wenn man damit werben will, okay. Wir sind neutral, wie immer. Wassergerste, Malz, Hopfen und Hopfenextrakt ist drin. 4,8% Umdrehungen. Ansonsten sieht das Design eigentlich recht ansprechend aus. Finde ich gut. Traditionelles Bier, traditionelles Pilsner. Bis auf dieses merkwürdige Windrad da. Das habe ich noch nie gesehen, Leute. Das ist etwas befremdlich, aber egal. Machen wir mal auf das Ganze. Guter Sound und ich habe Bierdurst, Leute. Dann wollen wir mal schauen, was das kann. Ein bisschen Entspannungsverdampfung ist drin. Lassen wir mal laufen. Wow. So, das sieht tatsächlich gut aus. So. Was haben wir denn da? Hab ein Bier, Freunde. Das sieht aus wie ein Bier. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles. Ja, nichts Außergewöhnliches. Gucken wir mal ab. So, naja, ich würde mal sagen, zwei Finger breite Blume kriegen wir auf jeden Fall hin. Sieht recht stabil aus. Ein paar Luftbläschen sind drauf, die zerplatzen, die begrüßen einen. Ansonsten recht fluffig. Kraterbildung ist jetzt, naja, sage ich mal eher durchschnittlich, ist jetzt nicht so viel. Könnte sein, dass die Blume knapp 90 Sekunden Standard im Glas stehen bleiben wird. Ich zeige es euch einfach mal. So schaut die aus. Übrigens schneeweiß das Ganze. So sollte das bei einem Pilz sein. Wenn wir hier mal so ein bisschen schwenken, dann sehen wir auch, es bleibt sogar ein bisschen was an der Glaswand haften. Also ein paar Proteine sind da schon drin, die die Aromen im Bier schützen möchten. Das finde ich gut. So, von der Farbe her, klassisches Getreidegold. So soll es sein. Sieht schön aus. Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Karbonisierung ist vorhanden. Perlt doch relativ gemütlich, sage ich mal, ab. Würde ich aber trotzdem sagen, ja, sieht sogar ein bisschen spritzig aus. Finde ich gut. Das Ganze ist natürlich filtriert. Und so, ja, eine gewisse Tiefe ist vorhanden. Es sieht schon mal nicht wässrig aus, das finde ich ganz gut. Ist aber auch nicht das tiefeste Bier, was ich jetzt schon hier reingucken durfte. Nö, stimmt, passt soweit. Also es ist soweit in Ordnung. Guter Durchschnitt, so mag ich es auch bewerten. Finde ich gar nicht mal unübel. Macht mir Appetit, das Ganze. Finde ich gut. Machen wir mal 4 von 5 Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Sieht doch eigentlich ganz hübsch aus hier. Ja, so, dann wollen wir mal anschnuppern, mal sehen, was wir da haben, was in die Nasenflügel aufsteigt. Boah, volle Packung herbe, was? Das scheint ein bisschen herber zu werden hier. Mhm. Ja, frisch herb, so in diese Richtung geht es. Nach hinten raus durchaus ein bisschen floraler. Mhm. Ein Fruchtkörper kann ich hier nicht rausriechen. Ja, also wie für einen Pilz typisch sollte das auch so sein. Es ist ein bisschen herber, so eine schön frische Herbe. So, die geht dann da hinten raus auf jeden Fall. Kann man die ganz gut riechen. Also schon ein bisschen intensiver vom Geruch her. Ja, einer könnte vielleicht sogar sagen, naja, das riecht ein bisschen heuig. Ja,
gut, ne, wenn da gerade einer über ein Meerschweinchenkäfig hängt, irgendwie mit seiner Nase, wenn die da frisches Heu bekommen. Aber so ganz mild, ne? Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wollen wir mal probieren das Ganze. Machen wir eine Androhung. Genau, Freunde. Nochmal hier, ne? In diesem Jahr hier, 2019, nochmal einen regulären Biertest machen hier, Freunde. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss und auf die Zuschauerwünsche natürlich. Was hier immer alles kommt, du. Wahnsinn. Ja. Ach, geht doch eigentlich. Ist ja gar nicht so herb. Ja. Doch. 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 Ja. 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 Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Der Antrunk. Der macht Spaß, ne? Der ist soweit in Ordnung. Rundauf solide. Und was mir sofort in den Kopf reinschießt, ist nicht der Alkohol, sondern tatsächlich ein Geschmack. Eine schöne Nuance. Und zwar eine kernige. Das ist garantiert dem Malzkörper geschuldet, der hier wirklich sehr kernig daherkommt. Wenn ihr mal so ein bisschen so denkt, so Sonnenblumenkerne, sowas in diese Richtung, also durchaus auch ein bisschen was Nussigeres, kennt ihr doch, ne? So ein bisschen nussiger das Ganze, was hier vom Getreide kommt. Finde ich gut, dass es im Pilzbier tatsächlich auch von diesem, also vom Bierstil Pilz auch, dass sowas in den Vordergrund durchaus treten darf. Das finde ich sehr gut. Dazu braucht man ein bisschen Mut, braucht man ein bisschen Innovation. Finde ich auf jeden Fall schön, gelingt nicht allen, hier ist es gelungen. Ich mag das, weil ich finde, ein Pilz kann auch durchaus einen guten Malzkörper haben, der ein bisschen betont ist, ein bisschen Nussigkeit, ein bisschen Kernigkeit, ein bisschen Lieblichkeit mit sich bringen. Das passt ganz gut mit den eher hopfenbetonteren Nuancen, die da drin stecken. Finde ich also sehr, sehr schön. Das macht erstmal schon mal einen sehr sympathischen Eindruck, finde ich. Finde ich gut. Ja, ansonsten ist es ein Hybride, das ist sowohl dynamisch, wo ich sagen würde, ja, das hat einen guten Zug drauf, das trinkt sich gut weg, das möchte gerne getrunken werden. Andererseits kannst du es aber auch als gemütliches Bier bezeichnen, was gerne ein bisschen länger im Mundraum behalten werden möchte. Vielleicht ein bisschen mit der Zunge rumspielen, dass sich da die einzelnen Nuancen noch entfalten können. Nur wenn es ein bisschen Temperatur anzieht, da verzeiht einem das Bier auch, im Gegenteil, das mag es vielleicht sogar. Ja, also so, Antrunk, sage ich schon, das passt recht gut. Was stand da drauf? Spritzig stand da noch irgendwo drauf, ne? Ja, hier frisch und spritzig. Frisch, ja, Spritzigkeit habe ich jetzt persönlich noch nicht rausschmecken können. Oder von den Eigenschaften her, Trinkeigenschaften, das werden wir aber gleich nochmal ein bisschen überprüfen hier. So, ein neues hier, mal gucken da. Ja, also spritzig. Also auf der Zunge ja so ein bisschen, aber das ist jetzt nicht wirklich ein zusätzlicher Reiz, sage ich mal, der zum Runterschlucken anregen soll. Das nicht. Also da ist die Wahrnehmung tatsächlich eher neutral. Ja, so ein bisschen eher saftiger finde ich das. Also eher süffig, saftig. So in diese Richtung würde ich es bezeichnen. Schön vollmundig auch, ne? Gut ausgehöhlt die Mundhöhle. Sehr schmeichelnd auch. Also da ist nichts, was hier kratzt, juckt oder beißt. Finde ich schon mal ganz gut. Hat viele Fans das Bier. Müssen wir ganz klar sagen. Gibt es einige, die das richtig abfeiern. Also ich denke mal, so ist ein gut solider Industriestandard. So würde ich das Ganze bezeichnen wollen. Komme ich gleich nochmal zu einem Gesamtergebnis. Ich will noch mal kurz versuchen, noch irgendwie ein bisschen was mit der Frucht da. Also der Fruchtkörper hält sich hier für den Pilz ziemlich zurück. Ja, ist vorhanden. Überreife Apfel, überreife Birne, ganz traditionell. Aber ansonsten, ja, ist da jetzt nicht so viel. Was interessant vielleicht noch ist, ist vielleicht hier auf die Eigenschaften des Hopfens einzugehen. Ist klar, das ist jetzt hier kein super Aromahopfen, der hier wirklich betont nach vorne tritt. Zitrusnote, ähnliches, das können wir hier alles vergessen, ist klar. Aber zumindest ist er nicht unangenehm. Leichte florale Note, würde ich sagen, im Abgang. Ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt so... Ja, aus der Kategorie Industriestandard, was ja die meisten sind, die wir ja bisher auch hatten, die relativ einfach zu beziehen sind, sage ich so auf jeden Fall über dem Durchschnitt in der Kategorie. Ne? Also ist schon okay, ist ein gut solider Industriestandard. Ich glaube, so kann man es bezeichnen. Also auf jeden Fall kann man das so manch Discounterbierchen vorziehen.
Und es riecht herber, als es tatsächlich schmeckt. Also wer jetzt sagt zum Beispiel einen Vergleich braucht, ist es ungefähr so herb wie das Flensburger, sage ich ganz klar nein, da ist das Flensburger auf jeden Fall herber. Auch das Jever ist natürlich herber, auch das Holsten ist herber und das Lübzer ist auch herber. Also wir bewegen uns da doch eher schon so im, ich sag jetzt mal, nicht wirklich norddeutschen Bereich. Also ist nicht ganz so herb. Gut, Paderborner Pilsner, muss ich sagen, angenehm überrascht. Ich habe es vorher noch nie getrunken, oder kann sein, dass ich es irgendwann mal einmal getrunken habe, als Wegbier oder so. Zumindest haben wir es hier noch nicht vorgestellt. Und ich muss sagen, das, was jetzt da aus der Dose da reingelaufen ist, sieht gut aus, duftet gut und im Geschmack auch gar nicht mal unübel. Also das ist so, das kann man trinken. Ich würde sagen, das kann man so an so einem Abend, wenn du da mal so einen süffigen Bierabend da machen willst, mit den Kumpels oder was, ne? Da kannst du ein paar Büchsen mitnehmen, die knackst du dann und dann hast du Spaß damit, ja? Also, das würde schon klappen. Finde ich gut. Und dementsprechend würde ich es tatsächlich auch bewerten. Also eigentlich ein super Bier, bis auf hier dieses komische Windrad da, das ist mir ein bisschen suspekt. Aber ansonsten, der Inhalt, der ist gut. Kann man ganz klar so sagen. So bewerte ich es auch. Ich gebe hier 4 von 5, / 6 möglichen Punkten. Bewegen wir uns also ein Stückchen in der Kategorie über dem Durchschnitt. Finde ich gut. Ja, und damit ist der Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!